Haben Sie gewusst, dass Wikisana die größte Suchmaschine ist für ganzheitliche Medizin? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Chronische Blasenentzündungen und immer wieder bekommt man als Lösung Antibiotika. Aber gibt es nicht andere Möglichkeiten, das ganze System von Blase und Niere in eine gute Regulation zu bekommen, ohne immer wieder auf diese Medikamente zurückgreifen zu müssen? Welche Wunder uns die Natur bringen und wie die Zusammenhänge sind, das erfahren Sie heute von unserem Facharzt für Allgemeinmedizin, Biologe, Chemiker, Peter Emrich. Freuen Sie sich drauf. Bis gleich. Hallo lieber Peter, schön, dass du da bist. Hallo Corinna. Spannendes Thema, höre ich auch immer wieder im Umfeld, dass Frauen an chronischen Blasenentzündungen leiden und permanent immer wieder Antibiotika kriegen. Und da frage ich dich jetzt gleich mal als erstes, wenn man eine Blasenentzündung permanent mit Antibiotika versucht zu behandeln, bekämpfen oder was auch immer, was passiert denn im Organismus durch diese wiederkehrenden Antibiotika? Gaben eigentlich? Naja, wir können es ganz salopp sagen. Die Antibiotika dezimieren ja nicht nur die pathogenen, also die krankmachenden Keime in der Blase, sondern auch unsere physiologische Flora im Darm. Und wir wissen ja, dass 80% unserer abwehrbildenden Zellen im Darm gebildet werden. Hm. Gerade im hinteren Abschnitt des Dünndarms, das sind die Peyerschen Plaques oder Folliculi lymphatici aggregati. Und diese Struktur wird natürlich auch durch ständige Antibiotikagabe in ihrer Funktion geschwächt. Das heißt also, wenn es um Leben und Tod geht, gerne Antibiotikum, aber nicht bei banalen Infekten. Und wenn der Mensch immer wieder eine Entzündung hat, ob das jetzt eine Ohrenentzündung ist, ob eine Halsentzündung, eine Bronchitis oder eine Blasenentzündung, dann sollte man Maßnahmen einleiten, die das Immunsystem stärken. Mhm. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass hierfür gerade der Sonnenhut Echinacea in Kombination mit Acerola, also der Acerola-Kirsche, idealer ist. Die Acerola-Kirsche hat 30 mal mehr Vitamin C wie die Zitrone zum einen und zum anderen, es ist eine ganz andere Familie. Kein Zitronengewächs, sondern Malpighiaceae. Das heißt also, alle Zitronenallergiker oder Zitrusallergiker haben keine Gefahr mit dieser Acerola-Kirsche. Das heißt, wir geben 3 × 10 ml als Frischpflanzensaft oder in Presslingen, in Tablettenform. Es gibt ja verschiedene Darreichungsformen. Also einfach 3-4 Mal eine Tablette oder, wer möchte, in flüssiger Form, ohne Zusatzstoffe, ohne Alkohol, ohne Konservierungsstoffe. Acerola-Saft 3 × 10 ml und 3 × 5 ml den Echinacea-Saft. Und das Ganze mal über 6-8 Wochen. Du wirst staunen, was sich die Patienten an Rückmeldungen mir bieten. Mhm. Die sagen, innerhalb von 3-4 Wochen habe ich das Gefühl gehabt, die Blase, die immer so penetrant wehtat, dass das Gefühl weg ist. Es muss sich was verbessert haben. Es muss die Entzündung wohl abgeklungen sein. Und dann haben die manchmal für ein Jahr lang keine Beschwerden mehr. Eine andere Maßnahme wäre Demanose. Das ist ein Zucker, der sich von innen an die Blasenschleimhaut legt, sodass dann Keime sich nicht in die Schleimhaut einnisten können. Nimmt man das dann präventiv oder im Das gibt man präventiv akut. Oder auch akut. Ja, man kann es beides nehmen. Das eine ist natürlich die höhere Dosis, aber es hilft bei beidem. Aber besser ist, die Schleimhaut zu kräftigen, zu stärken in der Zeit, wenn halt keine Bakterien in hoher Konzentration vorliegen. Also müsste ich dann nach so chronischer Antibiotikagabe den Darm aufbauen. Richtig, also das ist mal die erste Maßnahme. Und da höre ich halt so viele verschiedene Sachen. So ist es. Der und eine ich Probiotika, immer. Der andere sagt erstmal kein Prä, weil dann die schlechten Bakterien auch gefüttert werden. Also ja, ja, also das ist halt tatsächlich so, man findet da nichts Sinnvolles in der Disziplin der probiotischen Therapie. Meine Erfahrung ist letztendlich folgendes. Die meisten haben wir erniedrigte Lactobacillen, die Milchsäurebakterien. Mhm. Es gibt natürlich, der wichtigste Dirigent ist der Escherichia coli. Und der Escherichia coli-Keim, der, wenn er zu viel Eiweiß am Abend bekommt, ob pflanzlich oder tierischen Eiweiß, wuchert er hoch.
Das bedeutet eigentlich, er macht einen Fäulnisprozess. Das sind auch jene Patientinnen und Patienten, die dann sagen, sie haben sehr viel Winde und die stinken ziemlich gewaltig. Mhm. Das heißt, daran sehen wir zu viel Eiweißkost am Abend. Eiweiß mittags wird besser verarbeitet, aber nicht abends. Und das andere ist, dass die Lactobacillen, die Milchsäurebakterien, die wichtigsten, wie auch die Universität Würzburg vor 4-5 Jahren rausgefunden hat. Gott sei Dank hat sie es rausgefunden, das weiß die Menschheit schon von Anfang an, weil die Lactobacillen sind ja in der Muttermilch drin. Das heißt, wir bekommen die Lactobacillen mit der Muttermilch übertragen. Und die benötigen wir einmal. Lactobacillen-Milchsäure machen den pH-Wert im Darm, der bei 5,5 und 6,5 liegen soll. So, und jetzt wird es schon mal spannend. Wenn die entsprechenden physiologischen Keime zu wenig sind, verändert sich der pH-Wert im Darm. Manchmal steigt er an auf 7 oder 7,5. Die Folge davon ist, dass 70-80% der physiologischen Abläufe überhaupt nicht stattfinden können. Die beste Ökokost, die der Patient zu sich nimmt, rauscht durch den Darm hindurch und wird kaum aufgenommen. Das ist traurig, aber wahr. Das wissen auch die wenigsten. Die sagen, sie ernähren sich doch so gesund. Immer wieder achten sie drauf, was sie essen. Aber wenn ich dann einen Vitalstoffcheck mache, im Blut schaue, mache Magnesium, Kupfer, Zink, Selen, auch zum Beispiel nach dem Homozystein, ein Laborwert, der mir über B6, 12 und Folsäure eine Auskunft gibt, sind die Folsäure B6, B12 erniedrigt, dann geht der Homozysteinwert hoch, also über 10. Mhm. Und die Mineralien gehen in den Keller. Und gerade die vier Mineralien, Magnesium, Kupfer, Zink, Selen, haben eine große Relevanz. Magnesium ist der Sauerstoffaufnahme in die Zelle. Magnesium hat aber auch eine krampfende Wirkung auf die Muskulatur. Sehr, sehr wichtig. Aber auch Magnesium brauchen wir, um das körpereigene Vitamin D aufzubauen. Dann haben wir Kupfer. Kupfer ist antibakteriell. Zink ist antiviral. Und Selen braucht ein Enzym, nämlich die Glutathionperoxidase. Also da sehen wir auch schon mal wieder, dass dieses Selen eine große Bedeutung hat, den Körper zu entgiften. Und wenn wir zu wenig Selen haben, und wir sind ja ein Jodmangelgebiet, ein Selenmangelgebiet, Süddeutschland, Österreich, Schweiz, weil wir kein Meer in der Nähe haben, je weiter man an einem Meer liegt, umso besser ist ja die Versorgung im Boden. Dann haben wir einen defizitären Zustand und dann entstehen Entzündungen. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass wir sehr viele Patienten haben, die chronische Entzündungen aufweisen, auch die Blasentzündung, weil zu wenig Selen im Organismus vorhanden ist. Selen als natürliche Quelle wäre beispielsweise 3 Paranüsse. In 3 Paranüsse sind 200 Mikrogramm Selen und die brauchen wir pro Tag. Wie ist mit der Belastung? Das höre ich auch immer als Kritikpunkt. In Biokost. Also du musst immer schauen, dass die Qualität Biokost ist. Denn im konventionellen Anbau haben wir ja kein Selen im Boden. Und somit kann auch die Pflanze kein Selen aufnehmen. Das ist ja verrückt. Ja. Und dann essen die Leute Paranüsse, aber es ist kaum der Selengehalt drinnen, den sie benötigen. Sesam, Paranüsse, Paradiesnuss, Kokosnuss, das sind so die selenliefernde Pflanzen, wo wir täglich eigentlich mit der Nahrung zu uns nehmen sollen. So, und das ist genau das Wichtige. Und da nie jemand danach schaut, rutscht der Patient in defizitären Zustand und wundert sich, dass er dann immer wieder diese Entzündungen bekommt. Von der psychoneuroimmunologischer Ebene gesehen her, für was steht die Blase? Ja, die Blase ist ja sozusagen ein Tank wie die Gallenblase. Die Gallenblase hat den Saft der Leber, nämlich müsste eigentlich nicht Gallensaft heißen, sondern Lebersaft für die Fettverdauung. Und die Harnblase ist dafür da, dass wir nicht ständig zur Toilette laufen müssen, weil ja die Niere kontinuierlich Harn absondert. Da wird gesammelt in der Harnblase und dann auf einmal alle 3-4 Stunden entleert. Und emotional, wenn man permanent chronische Entzündungen hat, macht es da auch Sinn, mal hinzuschauen? Naja, gut, die Entzündung, der eine, je nach individueller Sache, hat es eher in der Bronchien, der andere hat es eher in der Blase, der nächste eher in den Ohren, der andere im Hals, der andere im Magen-Darm-Trakt, der andere im Gelenk. Also das ist so diese unterschiedliche Struktur, wie je nachdem der genetische Zustand des Patienten ist.
Louise Hay hat ja da ein tolles Büchlein geschrieben. Da müsste man jetzt nachschauen, habe ich jetzt nicht gerade präsent so auf dem Kopf. Emotional sieht, für was das genau, Organ wo dann dieses steht. Organ dann steht. Ja. Ist ja Ausscheidung, ja. Mhm. Aber letztendlich ist es ja die Schleimhaut. So, und wer regelmäßig Brennnesseltee zu sich nimmt oder Brennnesselsaft, Zinnkraut, was ja auch die Nieren stärkt, oder auch die Petersilie, ja, tut sehr Gutes dafür, dass diese Schleimhaut sich reinigt, regeneriert und widerstandsfähiger wird für irgendwelche Bakterien. Wenn ich, das ist ja oft die Angst, warum man dann Antibiotika nimmt, weil man ja nicht möchte, dass es dann irgendwie sich weiter auf die Nieren ausbreitet. Genau, das ist die Gefahr, die da besteht, dass die Bakterien dann über den Harnleiter aus der Blase in die Niere hochmarschiert und dort eine Nierenbeckenentzündung auslöst, die ja dann lebensbedrohliche Form einnehmen kann. Mhm. Also die Blase als solches ist harmlos, ja, aber Niere ist dann schon heftig. Mhm. Wir haben ja natürlich auch noch mit der Niere ein Thema, Nierensteine oder Nieren. Belastungen oder Schwächen oder wie auch immer. Gehört das auch zu dem ganzen Blasensystem mit dazu? Das ist der urogenitale Trakt, ja. Wir haben immer wieder Patienten, die haben Nierensteine. Mhm. Es gibt drei verschiedene Nierensteintypen. Meistens ist es so, dass es 85% so Kalkoxalatsteine sind. Ja, übersäuertes Gewebe. Und dann haben wir die Struvitsteine. Also, ich würde sagen, in der Naturheilkunde ist es letztendlich egal für die Behandlung. Mhm. Denn eine alte Kur ist eine Woche Zinnkraut, eine Woche Petersilie und eine Woche Brennnessel. Und das dreimal hintereinander, das heißt also über 9 Wochen diese Kur mit 3×10 Milliliter, diesem Heilpflanzensaft. Du weißt, ich bin begeisterter Heilpflanzensaft-Anhänger, weil es ist die Pflanze genommen, einfach ausgepresst, ich habe das fertige Arzneimittel. Mhm. Ja, ohne Zusatzstoffe, ohne Konservierung, ohne Alkohol, das können Sie Kinder junge Schwangere geben, keine Gefahr. So, diese Heilpflanzensäfte führen dazu, dass es eine Immunstimulanz gibt und immer wieder kann ich beobachten, dass sich Nierensteine auflösen. Du machst also diese Kur dreimal hintereinander über 9 Wochen, dann lässt du 2 Wochen nachregulieren. Und in der 12., 13. Woche geht man dann zum Ultraschall, entweder zum Hausarzt oder zum Urologen und lässt die Niere schallen und sieht, haben sich die Steine aufgelöst. Wenn es sehr große Steine waren, sind die deutlich kleiner geworden. Sind es kleinere Steine, haben die sich in der Regel aufgelöst. Ich habe es immer wieder erlebt, die Patienten quälen sich tagelang rum mit so einem Nierenstein, der dann mal durch den Harn leider runter muss in die Blase und dann kann er ausgepinkelt werden. Aber die Schmerzen sind fürchterlich. Hätten die regelmäßig solch eine Heilpflanzensaftkur gemacht, ideal. Mhm. Ja. Und manche Patienten haben ja 3, 4 kleine Steine. Das ist ja nichts Schlimmes, aber machen die diese Heilpflanzenkur mit Zinnkraut, Petersilie und Brennnessel über diese 9 Wochen, 2 Wochen nachregulieren, dann kontrollieren, wenn dann keine Steine mehr da sind, wunderbar. Mhm. Sind noch ein klitzekleiner oder ein Stein noch da oder die Hälfte an Größe, dann geht die Kur eben halt nochmals los und gegebenenfalls nach 2 Wochen Pause wieder. So lang, bis eigentlich der Körper es aufgelöst hat, weil der Körper bildet etwas und ist auch in der Lage, es wieder aufzulösen. Mhm. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder bewusst machen, dass die Heilung der Körper vollzieht. Nicht wir, sondern nicht die Pflanze, sondern die Pflanze stimuliert den Organismus, die Stoffe zu bilden, die zur Heilung notwendig sind. Und dann kommt dieser regulative Zustand in Gang, der aus einem blockierten Zustand, Ablagerung von Steinen, in einen regulativen Zustand übertritt. Und das ist genau unser Ziel in der naturheilkundlichen integrativen Medizin. Mhm. Super. Die Männer können aber auch an chronischen Blasenentzündungen leiden oder ist es eher so ein Frauenthema? Ja gut, es liegt an der Länge der Harnröhre. Ja, die Harnröhre ist bei den Männern länger und damit ist die Chance, bei den Frauen ist die Harnröhre kürzer, dass dann über eine kurze Harnröhre eher Bakterien reinmarschieren, als wenn die Harnröhre länger ist. Ja, so steht's im Lehrbuch. Aber in der Regel sind es tatsächlich mehr Frauen als Männer. Aber auch ganz wichtig ist, nicht auf kalte Steine sitzen. Mhm. Ganz wichtig auch nach dem Schwimmen die Badehose zu wechseln.
lieber dann sich ein Tuch umlegen und die Badehose wechseln, was Warmes anziehen, also eine trockene, eine neue Badehose, die trocken ist, weil tatsächlich die Verdunstungskälte, die entsteht, einfach die Kälte nach innen geht. Und wir haben ja in einer anderen Sendung reflektiert, wie wichtig ist, dass die Kälte nicht in den Organismus hineintrinnt. Und deswegen auch hier immer darauf achten, dass der ganze Unterleib warm bleibt. Eine Methode ist auch beispielsweise an den Grübchen, also hinten am Rücken, dort wo Kreuzbein in Darmbein übergeht, das Iliosakralgelenk, das Kreuzdarmbeingelenk, da hat es so Grübchen und auf die Grübchen kann man Moxa-Pflaster aufkleben, aus der Ayurveda-Medizin oder auch aus der chinesischen Medizin. Und die Moxa-Pflaster, das Eisenoxid, die geben lange Zeit über 24 Stunden Wärme ab. Und wenn dann diese Wärme an diesen Punkten in den Körper dringt, dann haben wir eine zusätzliche Maßnahme, die Wärme in dem Blasenbereich so zu einer Stabilität zu verleihen, dass eine Entzündung ausbleibt oder eine vorhandene Entzündung wieder abheilt. Das heißt also, durch Wärme, warme Fußbäder sind weitere zusätzliche Maßnahmen, die der Patient machen kann, damit er sein chronisches Leiden verliert. Wenn man schon dieses Fußbad macht, man kauft eigentlich eine Wanne, die bis zur Mitte des Unterschenkels geht. Die meisten machen eine Wanne nur bis zum Knöchel. Das ist völlig falsch. Man kann schon einen Eimer nehmen. Ja, man nimmt einfach einen Eimer, stellt die Füße rein. Der Wasserstand soll mindestens Mitte Unterschenkel sein. Und dann kippt man so warmes Wasser rein, bis die Wärme von dem Unterschenkel über die Beine bis zu den Nieren ansteigt. Die Nieren sind ja schön geschützt unter dem Rippenbogen. Und wenn ich dann merke, die Wärme kommt dort an, bekommen die Patienten einen Schweißausbruch. Dann beenden sie es, trocknen die Füße ab, legen sich ins Bett und ruhen nach. Und wenn man das so richtig macht, das muss ich auch immer meinen Patienten wieder erklären, weil die meisten machen halt nur irgendwo ein Fußbad ohne Hirnschmalz. Das heißt also, ja, man stellt unten die Füße rein. Ist ein Fußbad? Nein, es muss der Wasserpegel bis zur Hälfte des Unterschenkels sein. Und mache ich da noch was rein? Manche machen ja noch mehr Salz rein. Oder? Man kann da mehr Salz reingeben, man kann da auch ätherische Öle reingeben, ja. Rosmarin für die Durchblutung anregend, Lavendel beruhigt. Mache ich es abends, kann ich auch Lavendelfußbad machen. Das hat eine doppelte Wirkkraft. Ich entspanne, fahre runter, oder Zitronenmelisse hat auch eine entspannende Wirkkraft. Wenn das Menschen sind, die immer wieder so Bauchbeschwerden haben, so Krämpfe im Bauch, empfehle ich eigentlich die Melissenfußbäder mal 2-3 Mal die Woche, schon Montag, Mittwoch, Freitags durchzuführen, mit wunderbarem Effekt. Während einer Blasenentzündung darf ich diese Fußbäder machen. Okay. Aber ich sollte nicht irgendwelche Vollbäder nehmen, weil eine Infektion schwächt den Organismus und den Kreislauf kann dann kollabieren. Deswegen sage ich, diese Überwärmungsbäder oder Vollbäder zur Entsäuerung mit irgendwelchen Basensalze oder auch Kräuter, die eine ausleihende Wirkung haben, nicht im akuten Geschehen. Aber ein Fußbad ist auch im akuten Geschehen möglich. Dann auch die Moxa-Pflaster dran denken, einfach draufkleben. Die gibt's in jedem Fachgeschäft beziehungsweise auch im Internet zu bestellen. Und da gibt's auch die Moxa-Hütchen zum Anzünden. Würde ich wieder weniger machen. Das ist ja dieses Beifußkraut und das kann dann schon riechen. Und wenn da nicht geübt ist, man kann nicht von vorne nach hinten gucken, wie ist das, dann gibt es auch manchmal Verbrennung. Also das würde ich dem Laien abraten, aber dieses mit dem Eisenoxid, da zieht man einfach den Deckel ab, Eisenoxid reagiert mit dem Sauerstoff in der Luft, dann kommt es zur Erwärmung und dann haben wir diesen wärmenden Effekt und alle 24 Stunden kleben wir diese wieder frisch auf, 2-3 Tage und dann melden die Patienten schon, das ganze Geschehen hat sich harmonisiert, die Schmerzen sind weg, hervorragende Wehrkraft. Vom Trinken her, wie würdest du das gestalten in der Akutphase? Warm,
Warmes trinken, Wasser warm. Oder manche sagen ja auch gewisse Tees oder Nierenblasentee. Nierenblasentee, Hauhechel, irgendwelche oder Mening. Also da gibt es einige Heilpflanzen, auch der Lapacho-Tee ist da sehr gut, ja, beispielsweise. Ja, also da gibt es. Eine Frage zu den Wirktees. Also ich kenne das noch damals von der Stillzeit. Weißt du, wenn du 2 Tassen Stilltee getrunken hast, dann hat super Milcheinschuss. Mhm. Hast aber 4, 5, 6 getrunken. Dann ist es zu war viel. Stopp. Also dann kam gar keine Milch mehr. Ja, weil. Und da habe ich das Gleiche dann auch bei der Nierenblasentee, dass ich das überreizen kann durch zu viel Tee trinken von dem gleichen Wirkstoff. So ist es. Und deswegen soll man wechseln. Ja, der Java-Tee beispielsweise ist sehr gut. Der Java-Tee stärkt auch die Blase. Zinnkraut stärkt die Niere. Mhm. Ja, Petersilie sollte man nicht in der Schwangerschaft anwenden. Klar, weil es eine abführende oder eine abortinitiierende Wirkkraft hat. Aber Brennnessel hervorragend. Ja. Okay. Und Zinnkraut und Brennnessel übers ganze Jahr getrunken stärken Niere, Blase, leiten aus. Die Zinnkrautpflanze hat ja eine Parainfluenza-Wirkung. Das heißt also, die Erreger, die neben der echten Influenza A und B auftreten, das, was wir als banale Infekte bezeichnen, dagegen wirkt also Zinnkraut hervorragend. Das ist also eine antivirale Wirkung auf der einen Seite und natürlich gegen die Bakterien und stärken und kräftigen die Niere in ihrer Funktion. Mhm. Super. Schöner Rundumblick wieder. Vielen Dank, Peter. Gerne doch. War wieder sehr spannend und bis bald. Danke dir. Liebe Zuschauer, ja, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges mitnehmen, gerade für die Menschen, die wirklich an diesen chronischen Belastungen der Blase leiden. Umso schöner, dass es ganzheitliche Lösungen gibt und ich freue mich immer wieder, wenn Sie zuschauen. Vielen Dank, bis bald. Tschüss.